So, und herzlich willkommen zu einem neuen, naja, Let's Test, Let's Play, ich weiß noch gar nicht, auf jeden Fall dieses Mal ein kleiner Versuch, und zwar, wie man sieht, mit der Fresse im Bild, was total widerlich ist, aber das Lustige ist, man sieht die Fresse gar nicht, weil ich immer dieses fette Mikrofon davor habe, und deswegen, naja, Pech gehabt. Ihr wollt jetzt ja immer, und wie ging denn das hier nochmal? Wir spielen übrigens ein neues Spiel, das heißt Window Cleaner, das ist ziemlich awesome. Weil man sieht bereits, also jetzt schon die Action, ich mach mal die Maus aus dem Bild, wie sieht denn das aus? Völlig unprofessionell. Man sieht jetzt schon die Action und wie es da einfach richtig abgeht. Ich weiß noch gar nicht, wie ging denn das? Muss ich jetzt nach oben? Boah, ist unfassbar. So, hier habe ich jetzt ein bisschen sauber gemacht. Da sieht man schon, der Schmutz verschwindet vom Fenster. Es ist beinahe streifenfrei. Jetzt hier auch nochmal ganz kurz abziehen. Wunderschön. Wunderschön. Okay, jetzt muss ich aber ganz schnell, ich weiß noch nicht genau, wie der Timer hier läuft. Jetzt muss ich hier nochmal nach oben und wieder abziehen. Wunderschön. So. Wir gehen weiter nach rechts und dann, das glaubt man gar nicht, ich positioniere mich pixelgenau und dann nach oben und abziehen. Hey. Das ist unfassbar, diese Action hier. Das ist genau das richtige Game, um einfach mal die Facecam zu testen. Wobei ich ja sagen muss, eigentlich ist das nur ein Ausredenspiel, weil ich mag Facecams nicht. Ich muss es zugeben, ich mag Facecams nicht aus dem Grunde, weil ich finde, dass die immer ziemlich viel vom Spiel wegnehmen und den Fokus immer viel mehr auf den Spieler legen. Und ist schade für die Spieler eigentlich. Ist manchmal ganz witzig, aber hier, das hier ist schon mal... Oh, wir haben Level 1 geschafft, Moment. Level up hat man gerade gesehen. Was ich sagen wollte, so, jetzt, ach, hier wieder schön sauber abziehen und weiter. Das kriegen wir richtig geil hin. Like a boss. So, abziehen. Oh, haben wir jetzt einen Schmutzstreifen vergessen? Nein, Gott sei Dank, noch alles geregelt. Puh. So, was ich sagen wollte, ich mag keine Facecams, weil die nehmen immer so viel Fokus vom Spiel weg und legen dann irgendwie das mit dem Video. Im Video ist witzig, aber... Ich finde es ein bisschen nervig, wenn dann immer die Fratze von dem Spieler zu sehen ist. Also diese hier in dem Falle. Ich mag das lieber, wenn man eigentlich mehr vom Spiel sieht, wenn man den Fokus mehr aufs Spiel legt. Und vor allen Dingen hier kann man sich auch gar nicht... Oh mein Gott! Hier kann man sich gar nicht so richtig erschrecken eigentlich, weil es ist der Window Cleaner. Da, das ist mehr... Unten rechts steht ja auch for educational use only. Das heißt, das ist mehr so für Lehrzwecke. Ich guck mal ganz kurz, übersteuere ich gerade. Ich guck dann mal auf einen anderen Bildschirm. Und jetzt gehe ich mal hier links rüber. So, habe ich Pickel oder sowas gerade? Sehr ausschweifend. Ich muss da gerade, hier habe ich, kann man das sehen? Da so, da wo ich hingucke, da habe ich nämlich das Kontrollbild, wie ich gerade aussehe. Damit ich gerade sehen kann, was ich für eine Scheiße mache. Und, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich mag das nicht, wenn der Fokus nur auf dem Spieler liegt oder größtenteils oder zum Teil auf dem Spieler liegt und nicht auf dem Spiel. Weil ich finde, das nimmt einfach viel von der Spielatmosphäre, wenn da ständig so eine Hampel oder so ein Heini in der Ecke ist. Und dauernd, das Quatschen ist ja sowieso schon schlimm genug. Vor allen Dingen hier gibt es ja keine Dialoge, wo ich mal die Fresse halten kann. Das ist aber auch ein spannendes Spiel. Meine Fresse, ich habe sowas noch nie gesehen. Da fliegt mir ja förmlich das Blech weg. Da fliegt es mir... Oh, da war das Blech gerade. So, so eine Faxen kann ich jetzt natürlich machen. Das geht, aber ich glaube für Horror-Games und sowas werde ich, glaube ich, keine Facecam machen. Sondern vielleicht mehr eine 4-Cam. Und zwar werde ich dann vielleicht ab und zu bei Schreckmomenten, wenn ich das hinkriege, werde ich dann vielleicht die Cam einblenden, sonst aber eher nicht. Oh, Level 3! Yeah! Awesome! Also wie gesagt, vielleicht werde ich dann einfach bei sowas wie Horror-Games, vielleicht werde ich da mal die Cam zwischendurch einblenden, wenn es Schreckmomente gibt oder sowas. Ansonsten aber wahrscheinlich eher nicht, weil ich finde... Ich weiß nicht, ich finde, das nimmt so ein bisschen was von der Spannung vom Spiel, auch bei Horrorgames gerade. Wenn da immer dieser Heini in der Ecke zu sehen ist, der dann am besten noch möglichst übertrieben, möglichst immer in die Kamera gucken, möglichst immer irgendwelche funny Faces machen. Weißt du, dann weiß ich nicht. Muss nicht sein. Und sich selbst feiern, da bin ich auch nicht so. Ich mag das nicht so, muss ich ja zugeben. Ah, sie hat wieder gut aus. Ach Gott, ja. So. Jeder muss mich sehen, deswegen brauche ich eine Face... Ach nein, es fängt an zu pissen. Nein, bitte nicht. Oh Mann, jetzt wird das Fenster wieder schmutzig. Ich hoffe, wir überleben diesen einen sauren Regen noch. Wir sind ja hier in der Großstadt, sieht man schon in der Spiegelung. So, und wieder ein Level geschafft. Komm, aufwärts.
Wir spielen das natürlich durch, keine Frage. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob es hier überhaupt ein Ende gibt. Muss ich zugeben. Ich kann mir vorstellen, wenn es hier zwischendurch regnet, dass es dann wieder schmutzig wird. Und sobald wir oben ankommen, man sieht ab und zu mal einen Tropfen gegen die Scheibe prassen. Sobald wir oben ankommen, müssen wir dann wahrscheinlich wieder zurück. Also nach unten geht es dann wahrscheinlich mit der Reise. Naja, schauen wir mal. So, das ist einfach... Also ganz ehrlich, ich mache ja nebenbei den Far Cry Co-op mit Rumpel und Sarazar, ne? Das hier steht der Spannung in nichts nach. Das ist einfach unfassbar. Runterziehen. Das Spiel wird dann wahrscheinlich in Deutschland verkauft unter Fensterwischer Simulator 2014. 2013 ist der Markt dafür noch nicht bereit. Huch. Vor allen Dingen braucht man dafür halt auch einen hochentwickelten NASA-Rechner. Das zieht schon an der Performance, weil man muss sich vorstellen, das ganze Gebäude ist verspiegelt und im Hintergrund wird quasi Realtime die ganze Stadt berechnet, inklusive der Einwohner und der Taubenbewegung. Also ich meine jetzt nicht die Hörgeschädigten, sondern schon die, die vom Himmel kacken. Das ist eine riesige Simulation, die im Hintergrund läuft, ein riesiger Simulationsapparat, einfach damit der Realismus hier dementsprechend auch ist. So, und wir sind jetzt, ich weiß gar nicht mehr, ich habe nicht mitgezählt, in welchem Stockwerk wir sind. Mich würde mal interessieren, ob es da vielleicht tatsächlich eine Spitze gibt und ob wir es schaffen, so lange durchzuquatschen, bis wir die Spitze erreicht haben. Glaub ich noch nicht dran. Und das Schlimme ist, bei langweiligen LPs oder wenn man müde ist, wenn man nachts aufnimmt, jetzt geht's ja noch, ist gerade so 19 Uhr oder so, da bin ich ja noch einigermaßen fit, aber ich stelle mir gerade vor, wie ich dann so irgendwann nachts Adventures aufnehme, wenn ich schon so ein bisschen durch bin, so ein bisschen abgefrühstückt. Und dann sitzt du da so vor der Facecam, weißt du? Ja, hey, ich bin total motiviert. Ja, super Rätsel. Hm, wie geht's denn jetzt weiter? Hm, ich habe keine Ahnung. Oh, mein Wanderauge, Moment. So, warte, jetzt muss ich aber ganz kurz... Ich darf mich nicht ablenken lassen von diesem schmucken Gerät am oberen Bildschirmrand, weil ich muss hier auf jeden Fall... Das ist... Dieses Spiel erfordert Konzentration, es erfordert Geschick. Es erfordert auch ein gewisses Auge fürs Detail, damit kein Schmutzrändchen übrig bleibt. Ist einfach faszinierend. Also dieses Spiel, ich meine bei SCP, beim Treppenhaus-Simulator, ne, da ging es ja mal runter. Da war es ein bisschen, da kam man ein bisschen schneller vorwärts, ne. Da wusste man schneller, wie tief es geht. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob jemand jemals das Ende erreicht hat. Ich habe gehört, es soll so gewesen sein. Ich weiß aber nicht, welches Level das war. Ob es das hier gibt, das weiß ich nicht. Und ich befürchte auch, wir werden das hier nicht mehr herausfinden, großartig. Mmh, diese Cola schmeckt fantastisch. In Wahrheit ist sie schon alt und steht nur länger rum. Muss ich mal wegräumen. Ist ja ekelhaft. Wer lässt denn das hier stehen? Ich dachte nur, eine kleine Produktplatzierung. Schon ist die Webcam abbezahlt. Naja. So. Ich guck gerade, was ich hier noch rumliegen habe, was man so in die Kamera halten kann. Aber ich glaube... Ah, oh, 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 da sieht man im Hintergrund eine Taube. Tatsächlich. Was? Was war das denn gerade? Ich habe das zum Spaß gesagt, dass hier die Tauben in Realtime berechnet werden. Das ist ja geil. Man sieht aber auch im Hintergrund ziehen die Wolken vorbei, dann haben wir den Regen gesehen, dann eben gerade die Taube, die da voll gegen gesemmelt ist. Ist schon ein witziges Spielchen, muss man sagen. Also, ist eigentlich ein total unlustiges Spielchen. Aber ich finde es lustig, dass der Macher sich da so Details ausgedacht hat. Die man ja heute bei großen Anbietern nicht mehr sieht. Ich meine, ganz ehrlich, wann hat man von EA zum letzten Mal einen Window-Cleaner gesehen? Liebe Freunde bei EA, nehmt euch mal ein Beispiel. Ubisoft, das gleiche. Assassin's Creed 4, bitte? Aber noch nicht ohne vorher einen Window-Cleaner gemacht zu haben. Oder vielleicht als In-Game-Mode bei Assassin's Creed. Denkt mal drüber nach. Natürlich mit liebevollen Details, wie zum Beispiel einer besoffenen Stadttaube und so weiter und so fort. Das sind ja die Möglichkeiten, sind keine Grenzen gesetzt. Stell mal vor, du machst den 9-11-Mode und musst dich dann zwischen zwei Hochhäusern hin und her hangeln. Und du hast einen Eimer Wasser und kannst zur Löschung beitragen. Das sind große Gefühle, meine Freunde, große Gefühle. Der Stadtlärm ist ein bisschen laut hier oben, muss ich sagen. Wir müssen noch ein bisschen weiter nach oben. Ich frage mich, ob der Lärm nach oben hin auch abnimmt dann. Das weiß ich natürlich nicht.
Unten ist, glaube ich, gerade ein Bus oder eine Müllabfuhr. Das ist bestimmt der Crosslink zum Müllabfuhr-Simulator 2013, den wir gerade hören. Viele verschiedene Spiele lassen sich heutzutage über APIs verknüpfen. So wahrscheinlich auch hier geschehen. Und es regnet schon wieder, natürlich. Das ist der Wettersimulator. Hast du so vier Buttons? Regen, Graupelschauer, Wolken, Sonne. In der Special Edition natürlich noch die Master Premium Uncut Version. Gibt es natürlich auch noch Schneefall. Oder vielleicht auch Typhoon, Blizzard, Erdbeben. Aber das wurde natürlich, das gibt es nur in der PEGI-Version, in der USK-Version musste das entschärft werden. Das war zu viel Blut einfach. Auch das mit der Taube wurde rausgenommen. Ich spiele ja gerade hier die USK-Version, deswegen sieht man das gar nicht. Aber normalerweise wäre die Taube natürlich mit einem fetten Blutfleck geplatzt. Und hätte da einfach, naja, da hätten wir halt nochmal Special-Runden einlegen müssen, um quasi Kleinstteile einer Taube, kleine Knochen und sowas aus dem Fenster zu poolen. Das macht ähnlich Spaß, wie sich mit einem rostigen Teelöffel die Hämorrhoiden ausschaben. Ja, auf jeden Fall, weiter geht's. Ich mache hier nebenbei, gucke ich mal wieder rüber. Ach Mensch, so sieht das aus. Okay. Das ist bestimmt merkwürdig, wenn ich hier die ganze Zeit meine Fresse... Von den Nasenlöchern, wenn man die groß macht, sieht das voll komisch aus. So, ich gehe mal weiter rüber. Ich könnte natürlich auch so machen. Naja, das ist Spielerei. Wie gesagt, ich probiere hier gerade eigentlich nur die Facecam aus, deswegen spielen wir hier das Window Cleaner. Und das wollte ich sowieso, das habe ich schon so lange auf Platte, das wollte ich so lange schon mal gemacht haben. Und jetzt ist natürlich eine super Gelegenheit, das mal auszuprobieren, wie lange ich mich schon auf. Nur 12 Minuten ist ja noch gar nichts. Mann, 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 Mann. Und wieder Level Up. Unfassbar. Ich frage mich, ob wir irgendwann, wir müssten doch eigentlich auch mal irgendwann den Schwamm eintunken in unseren Eimer da in der Mitte. Also theoretisch, das ist wahrscheinlich auch noch in der zweiten Version, weil wahrscheinlich erst, dass man quasi den Wisch, dieses Wischutensil, dass man das quasi da auch in den Eimer eintunken kann, damit man frische Seifenlauge aufnimmt. Eine Taube kommt. Eine Taube, eine Taube, eine Taube. Oh weia, oh weia, oh ja. Was wird passieren? Was wird passieren? Nein! Okay. Ich glaube, das war die gleiche Taube. Ich glaube, es gibt in dieser Stadt nur noch eine Taube. Die anderen sind wahrscheinlich ausgestorben, weil die zu dumm waren einfach. Du Hauptschultaube. Nein, lieber Hauptschüler. Das war jetzt kein Diss. Ihr fliegt doch nicht gegen das Gebäude. Ich mache jetzt keine 9-11-Witze nochmal. Das war schon beim ersten Mal Oll. So, haben wir schon wieder ein Fenster. Und guck mal, langsam im Hintergrund, die Gebäude verschwinden langsam nach unten hin. Wir kommen also höher und höher und ich frage mich, wo ist das Ende? Um es mit meinem Freund Notorious G-R-O-S-S zu sagen, the sky's the limit. Das heißt, wir können hier wirklich, ich weiß gar nicht, was, je nachdem, was das natürlich von Wolkenkratzer-Komplex ist hier, könnten wir natürlich bis ins tausendste Stockwerk hoch. Tausendste Stockwerk heißt ja nichts. Man achte mal auf die Fenstergröße, wie groß der Typ ist im Verhältnis zu den Fenstern. Es könnte sein, dass hier Zwerge arbeiten. Also Zwerge ist natürlich, mit Zwerge meine ich natürlich nicht kleine Menschen. Es gibt ja sehr kleine Menschen. Aber es gibt auch Zwerge, wie zum Beispiel Ingrimsch. Oder Gimli. Gimli ist natürlich auch ein Zwerg, ein sehr bekannter Zwerg. Kann ja sein, dass die hier arbeiten. Habe ich früher überlegt, wäre ein tolles Setting, wenn einfach Fantasy-Figuren, also ein tolles Rollenspiel-Setting oder sowas, oder auch für ein Spiel, wenn so Rollenspielfiguren wie Elfen und Zwerge und ich weiß nicht, was noch alles, wenn die real existieren würden, aber quasi sich mit der Gesellschaft mitentwickelt hätten, wie zum Beispiel Steuerfachangestellte, Einzelhandelskaufleute und so weiter, wäre aber wahrscheinlich gar nicht so merkwürdig. Wir würden das lustig empfinden, aber wenn es wirklich so gewesen wäre, wäre es gar nicht so merkwürdig, wenn der Busfahrer dann einfach ein Elf ist. Oder ein Zwerg natürlich. Elfen rechnet man ja immer feinere Berufe zu, aber in Wahrheit würden die sich wahrscheinlich alle mit Wein besaufen, obdachlos werden und sowieso jeden Job annehmen. Prostituierte zum Beispiel und Callboys.
Oder die würden sich wahrscheinlich auch evoluieren. So eine McDonalds-Evolution zu Cindy aus Marzahn. Dann hast du nicht mehr, oh, du zarte Elfe. Dann hast du einfach so einen fetten Menschberg, der sich irgendwie 10 Kilo Schmink ins Gesicht klatscht und immer die gleichen Witze reißt. Mach ich ja auch. Aber ohne Schminke. So. Weiter geht's in unserem aufregenden Fensterabenteuer. Man sieht da auch so eine kleine dünne Linie, die uns gerade anzeigt, in welcher Linie wir hier abziehen. Ob das gewollt ist, weiß ich nicht. Ich finde das ein super Feature. Es ist sehr hilfreich. Boah, ja, das Spiel nimmt an Spannung zu. Ich bin selber auch schon so, dass ich sehr mitgerissen bin, sehr begeistert. Und normalerweise hat man bei einer Facecam nicht so viel Zeit, immer in die Kamera zu gucken, wie ich das hier gerade mache. Aber, naja, dieses Spiel lässt einem schon mal Zeit, müßig zu werden, nachzudenken, zu überlegen, wie ist es eigentlich in der Welt da draußen. Und es ist ja auch ein bisschen eine Flucht, die wir hier betreiben. Wir entfliehen der Welt in die Wolken. Und verlassen sie hinter uns, während wir entfliehen, Stück für Stück verlassen wir sie ein Stück besser, ein Stück sauberer. Wir bringen Ordnung ins Chaos. Und ist es nicht ein guter Zeitpunkt, um zu sinnieren, wie der Mensch immer versucht, gegen die Natur anzukämpfen? Denn während die Natur ja Chaos ist, wie zum Beispiel eine Stadttaube. Immer wieder schön, immer wieder schön. So, während der Mensch ja eher so Ordnung ist, die Natur ist ja mehr so Chaos. Das heißt, lässt du eine Stadt zurück, zum Beispiel Zukunft ohne Menschen, Teil 1 bis 700. Lässt du eine Stadt zurück, wuchert die zu, die Natur holt sie erst wieder. Und obwohl die Natur in sich natürlich so ein geordneter Kreislauf ist, wo alles voneinander irgendwie so abhängig ist und so weiter, obwohl das so ist, ist die Natur natürlich sehr chaotisch. Die sieht aus wie ein Schreibtisch, also so ein Park im Herbst, wenn man den nichts wegkehrt, ist natürlich von Blättern zu. Und wahrscheinlich auch Hundescheiße, Eichhörnchenkot, Nüsse und Regenwürmer, marodierende Regenwürmer. So. Aber auf jeden Fall, das ist die Natur, die ist eher chaotisch und der Mensch versucht halt immer Ordnung reinzubringen. Aufräumen, sauber halten, möglichst keine Flecken und so weiter und so fort, wie man hier auch sieht. An der Scheibe alles immer sauber halten. Das ist der Mensch, der dann versucht quasi gegen die Natur anzukommen. Was ein bisschen bedenklich ist. Das ist auch ab heute meine Erklärung, wenn mich jemand danach fragt, wie es auf meinem Schreibtisch aussieht. Wie sieht's denn hier wieder aus? Ich habe hier Spiele rumliegen. Kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Hier so für Let's Tests übrigens noch. Naja, komm. Ich mach mal weiter hier. Und Geräuscheffekte habe ich hier auch, wie es aussieht. Ich habe schon wieder Facebook nicht ausgemacht. So, jetzt hier wieder abziehen. Wer lacht denn da gerade? Ich habe doch gerade jemanden lachen gehört. Wir sind hier gerade im 1000. Stockwerk und hören immer noch die Leute von der Straße. Das heißt, als Fensterputzer hast du natürlich ein Adlergehör. Du bist ja über den Wolken. Du bist ja wie so ein Adler. Das sah gerade aus wie ein Fisch, tut mir leid. Du bist da wie so ein Adler. Und da hast du natürlich auch so ein Mega-Gehör. Weil du musst ja, wenn du Mittag machst, du bist ja den ganzen Tag da oben in den Wolken. Wenn du Mittag machst, musst du dich ja ratzefatze auf deine Beute stürzen und dann wieder nach oben fliegen. Das muss der effiziente Fensterputzer von heute machen, sonst kannst du dir einen anderen 1-Euro-Job suchen. Das ist halt, der Markt ist da gnadenlos, als Fensterputzer musst du halt sehen, wo du bleibst. Hotdog vom Stand unten ist zu teuer, also. Ne? Und am besten Obdachlose reißen, das gibt von der Politik noch eine satte Obdachlosenprämie, dafür, dass die aus den Statistiken verschwinden, also als Arbeitslose, obwohl Obdachlose werden bestimmt schon gar nicht mehr gezählt. Reißt halt Arbeitslose, damit die aus den Statistiken verschwinden und verdienst ja da noch was nebenbei. Das ist unser politisches Engagement als Fensterputzer und parallel dazu stecken wir eben noch im 1-Euro-Job oder einer ABM, in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, was natürlich die Statistiken auch beschönigt. Einfach schön. Wir sind einfach ein Menschenfreund, ein sozialistischer Menschenfreund sind wir hier on top of the world, über der Stadt, was könnte das für eine Stadt sein da hinten? Bottrop. Sagen wir, wir sind über Bottrop. Schön auch. Die Wolken ziehen vorbei.
Müsste mal wieder ein bisschen Sonne, müsste hier mal auf die Scheibe scheinen. Das wäre schön. Also wer sich den Kack bis hierhin angeguckt hat, ne? Ey, ihr habt doch eine Macke. Also ganz ehrlich, da piept's doch irgendwo. Ich meine, hier passiert gar nichts. Wir gehen die ganze Zeit von links nach rechts rüber und ziehen ein beschissenes Fenster ab. Das Spiel übrigens, zur Information, fällt in die Kategorie, fällt in die Kategorie der sogenannten No-Games. Das heißt, es ist ein Nicht-Spiel. Ein Spiel, das eigentlich gar keines ist, weil es gibt halt... Es gibt nichts, was man machen kann, außer halt Fenster putzen. Es gibt kein Ziel. Ja, jetzt aber gut. Es gibt kein Ziel, es gibt keinen Weg dahin, es gibt gar nichts. Und deswegen, es ist einfach nur ein No-Game. Und genau so spielt es sich auch. Das heißt, ein bisschen Spaß hat man ja. Und wir kommen auch langsam höher. Ich weiß nicht, wir spielen jetzt 21 Minuten. Ich könnte das jetzt so lange machen, bis wir die Skyline quasi am unteren Bildschirmrand verschwinden sehen. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Idee ist, so lange hier noch diesen Scheiß durchzuziehen. Moment, warte mal. Ah, wir kommen eh wieder Level up. Da kann ich ja zwischendurch mal, pass auf, habe ich gerade eine grandiose Idee. Ist doof, wenn das Gesicht immer so hinter dem Mikrofon verschwindet, ne? Ich komme mir gerade vor wie Bane. Also Bane, Batman 3, ne, muss ich mal sagen, fand ich nicht so geil. Der Film an sich war cool, aber als Bösewicht war der Bane echt... Weil es ist mehr so wie so ein Knuddelbär. Knuddelbane. Der hat dann irgendwie sein Fresskörbchen da vorm Maul gehabt und dadurch sah der halt so emotionslos aus, so wie ich hier gerade mit dem Mikrofon. Ich bin böse. Ich bin glücklich. Ich könnte ausflippen. Batman. Ne, das war so ein bisschen wie Kirsten Stewart, könnte man sagen. Alter, es wird dunkler. Es wird Nacht im Spiel. Das ist ja geil. Habe ich noch nie gesehen. Weil ich bis jetzt nur zwei Level probiert habe. Ich habe noch nie so lange das Ding gespielt, weil das hält man normalerweise gar nicht aus. Jetzt aber habe ich hier natürlich einen Bildungsauftrag, den ich erfüllen muss. Da möchte ich ja dranbleiben. Und tatsächlich wird es Nacht. Hätte ich ja nicht gedacht. Cool. Ist ja der Hammer. Ich glaube, wir haben ja so einen 24-7-Job, wie es aussieht. Also für die Überstunden muss aber was drin sein. Im 1-Euro-Job. Vielleicht wird es ja sogar ein 1-10-Job. Mal gucken, was die 1-Euro-Job-Gewerkschaft sagt. So, auf jeden Fall... Ich hätte hier noch so ein paar Sachen, die ich zum Besten geben kann. Ich habe hier so ein paar Bücher, die ich ja... Wollte ich immer mal benutzen für Minecraft eigentlich. Kann man das sehen? Hier, schwarzer Humor. Ich habe die doch alle noch nicht benutzt. Warte mal. Ah, ist scheiße. Dann habe ich hier noch von Neon unnützes Wissen. Kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Das habe ich auch noch hier und es pisst schon wieder. Da kann ich mal wahllos irgendeine Seite aufschlagen. Es ist zu dunkel hier zum Lesen, weil ich habe das Licht nämlich nur ganz minderwertig an. Ich habe nur ganz dunkles Licht hier immer zum Aufnehmen. So dass ich hier kaum was lesen kann, ist zu dunkel. BMW nennt sich in China Baoma, was kostbares Pferd bedeutet. Das ist ja total spannend. Wow, vor Aufregung fliegt mir die Glatze weg. Oh. Wollte ich gar nicht. Was wollte ich sagen? Habe ich vergessen. Siehst du mal, das Spiel... Guck mal, wie sich der Himmel im Hintergrund noch hellblau spiegelt, während der Rest hier alles schon so dunkel ist. Ist das richtig? Das sieht so falsch aus. Na, stimmen die Farben wohl noch nicht. Oder ich kriege ja langsam schon irgendwelche Zustände. Was ich sagen wollte, Bane als Film... Ja genau, da waren wir gerade. Bane als Filmbösewicht mit so einem Ding hier die ganze Zeit vor der Fresse geht nicht. Wie gesagt, emotionslos, ein bisschen wie Kirsten Stewart. Die hat dann immer so die Zähne, sieht man bei mir gerade nicht. Und immer so ein verschlafenen Blick. Ich bin glücklich. Ist wirklich die beste Schauspielerin der Welt. Ich finde, die sollte noch ganz viele Rollen bekommen. Ich höre im Hintergrund Sirenen. Ich hoffe, wir sind ja legal unterwegs. Und der Bus auch wieder mit unverminderter Lautstärke, wenn ich das gerade höre. Aber wir kommen langsam nach oben. Wir arbeiten uns to the top. Man sieht, der Weg nach oben ist immer etwas mühsam, aber er lohnt sich einfach. Er lohnt sich. Ich weiß nicht genau warum. Das schönste Lohnen sind Melonen. Denkt mal drüber nach. Ja komm, beim ersten Mal war es noch lustig, Taube.
von die fliegt ja richtig definiert dahin. Das ist ja gar nicht mal so. Ich dachte, das wäre random, dass der irgendwie random gegenfliegt und abprallt, aber die fliegt ja immer so. Naja, jetzt finde ich es doch nicht mehr so gut. Mit der Liebe zum Detail. Wenn EA erstmal ihren Window Cleaner machen oder Ubisoft, dann bin ich mal gespannt. Natürlich auch Dedelic, ne? Ihr seid dazu aufgerufen. Solltet ihr mal 2 Millionen in der Portokasse übrig haben, haut doch einfach mal einen geilen Window Cleaner raus. Das ist so, als würde ich hier gerade Yoga vorm Rechner machen, ohne dass ich mir die Beine hinterm Kopf verschränken und die Eier lecken muss. Das habe ich nicht gesagt. Das ist mir so rausgerutscht. Ich meine, die Beine hinterm Kopf verschränken. Man merkt vielleicht, dass ich kein Yoga gemacht habe. Das war bestimmt kein fachlicher Terminus. Ach, ja, ja, ja. Mensch, Mensch, Mensch. Und vor allen Dingen, wir machen hier nur diese eine Riege von Fenstern. Und links und rechts bleibt ja alles schmutzig. Und vor allen Dingen, wie viel Fensterputzer musst du dann beschäftigen, damit du so ein Ding sauber kriegst? Da würde ich doch mit einem Sandstrahler rangehen normalerweise. Oder von oben irgendwie Säure runterkippen oder irgendwas. Das ist doch furchtbar ineffizient so. La 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 la. Und außerdem müsste man die Fenster auch wachsen gleichzeitig. Das würde nämlich Geld sparen. Aber andererseits muss so ein Fensterputzer auch beschäftigt bleiben. Der wäre schön blöd, wenn er die Fenster auch noch wachsen würde. Tja, und wir haben es inzwischen Abend, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt Nacht ist oder Abend. Es ist auf jeden Fall dunkler geworden. Nicht umsonst nennt man mich den Spannungsbaron. Es ist einfach ein Highlight, dieses Spiel. Vor allen Dingen das Beste ist, ihr könnt es auch kostenlos runterladen und selber zu Hause erleben. Also wenn ich das so vorspiele hier, das ist nicht das halbe Vergnügen, wenn man so zuguckt, das ist nicht das halbe Vergnügen von dem, als wenn man da selber spielt. Das muss man einfach selber erlebt haben, weil es ist einfach, ich bin, hier sieht man meine Hand hier, muss ich mir auf den Hals legen, damit man die sieht. Ich bin emotional berührt einfach. Das Spiel reißt mich einfach mit, huch, was? Hä? Alter, was ist denn jetzt los? Ne. Willst du mich verarschen? Das ganze Haus dreht sich? Alter, was? Wir sind bei einer halben Stunde und das Haus hat sich gerade gedreht. Es ist ja unfassbar. Es ist ja unfassbar. Tja, auf jeden Fall, jetzt wissen wir, was passiert, wenn man nach oben kommt. Und das Problem ist, dass wir immer noch die gleiche Riege hier putzen und tatsächlich alles wieder schmutzig geworden ist. Und wir jetzt eigentlich Kopf unterhängen wie eine Fledermaus. Wie Batman. Bane. Batman, es wäre mir sehr zuträglich, wenn du sterben würdest. Denn ich bin der Hardcore-Bösewicht. Ganz kurz nochmal zu Batman 3. Also in dem Falle aus der Riege der Batman 3, aus der Dark Knight-Serie, Trilogie. Es ist unmöglich gewesen, den Joker zu toppen aus dem zweiten Teil. Und es ist eigentlich schade, dass es versucht wurde, mit Bane die Boshaftigkeit des Jokers zu versuchen, zu toppen, weil das kann nicht gehen. Es kann nicht gehen. Es geht nicht. Es kann einfach nicht gehen. So. Und deswegen fand ich den dritten Teil leider doch eher schwach. Auch wenn es eigentlich ein lustiger Film war, so Popcorn-Kino-mäßig, aber naja. Sogar die Taube hat sich umgedreht für uns. Ich wollte gerade sagen, ist wie bei Matrix 3. Da war der dritte Teil eigentlich auch ein guter Film. Hätte man ihn für sich allein stehen lassen und wäre es kein Matrix-Film gewesen, sondern einfach ein eigener Titel. Wäre ganz gut gewesen, aber leider nach dem gloriosen Matrix 2, der ja eindeutig auch der beste der Serie war, das muss man einfach mal sagen, also der Trilogie. Matrix 2 hat einfach Matrix 1 um Längen getoppt und war einfach dramaturgisch wie auch storymäßig einfach ganz weit vorne. Ganz weit. Also auch unglaublich. Matrix 2 war so ein Scheiß. Das war eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Das war eine Beleidigung für Matrix 1.
Matrix 1 auch heute noch ein sehr cooler Film. Matrix 2 auch heute noch ein sehr beschissener Film. Matrix 3 eigentlich ein guter Film, Popcorn-Kino-mäßig, aber blöd, dass er halt Matrix heißt. Naja. Ich rede die ganze Zeit über Filme. In Wahrheit, warte ich darauf, dass die Häuser oben wieder in Erscheinung treten. Wir wurden ja einmal umgedreht. Da müssten die Häuser jetzt eigentlich von oben kommen, oder? Hoffe ich zumindest. Warte, ich kann doch diesen Scheiß hier nicht nach über eine halbe Stunde spielen. Weißt du, die anderen machen Far Cry und Black Ops und Assassin's Creed und ich weiß nicht was. Und ich mache hier einen Window Cleaner. Irgendwas läuft doch hier falsch. Parallel noch Monkey Island 4. Minecraft seit 2 Jahren. Irgendwas läuft doch falsch. Ich muss auch dringend nur noch AAA-Titel spielen. Dringend. Das ist viel cooler dann. Obwohl ich sagen muss, fehlt mir manchmal ein bisschen. So ein Far Cry hätte ich zum Beispiel auch gern LP'd, weil es einfach, der Story-Mode ist einfach extrem geil, muss ich ja mal zugeben. Der Koop-Modus, der hat uns schon ein bisschen Bauchschmerzen bereitet wegen der Bugs und so, aber Far Cry 3 an sich, geiler Titel. Hätte ich gar nicht so erwartet, war ich echt geflasht, muss ich zugeben. Vielleicht mache ich das dann nochmal irgendwann. Schauen wir mal. Aber wir haben ja noch eh genug zu tun, da gibt es noch so viel zu LP'en, so viel zu LP'en, wie zum Beispiel auch Window Cleaner 2. Das ist dann mit noch mehr Action. Obwohl ich mir das gar nicht erklären kann, wie man denn noch mehr Action einbauen kann. Da kann man so Bungee-Jumping, obwohl das wäre geil, Bungee-Jumping am Haus runter und so dann die Fenster säubern, das wäre schon wieder cool. Das wäre dann so ein bisschen wie, dieses Spiel da, wie heißt es? Gravity. Gibt's ja das Spiel mit 30 Milliarden A's im Titel. So, im Hintergrund sehen wir gerade ein Zyklon. Heißt es Zyklon? Also hier so ein Hurricane quasi im Auge des Sturms. Im Hintergrund die Kaltwetterfront aus Russland, die uns hoffentlich wieder ein paar Schneeschauer bringt. Inzwischen ist wieder Tag geworden. Wir sind hier also wirklich Tag und Nacht am Putzen. Tag und Nacht. Alter Schwede. Und die Gebäude kommen einfach nicht in Sicht. Hm. Also wir putzen hier uns ja ums Leben, aber die Gebäude kommen und kommen nicht, die von der Stadt. Und wir hören inzwischen, glaube ich, auch gar keinen Autoverkehr mehr, ne? So ein... Ja, ich sag ja gar nichts mehr. Auf einmal hören wir die Leute wieder lachen da unten. Und jetzt kommt die beschissene Taube wieder. Ja, wir kennen den Witz. Stirb doch endlich! So. Wir haben natürlich keine Zeit, uns auszuruhen. Wir müssen ja immer am Ball bleiben. Man sieht, wie meine Augen langsam müder werden. Dieses Spiel besticht durch seine atemberaubende Geschwindigkeit und durch seine Intelligenz. Ich glaube, die Merkel spielt das immer vor ihren Bundestagsreden. Das würde einiges erklären. Kann ich gerade gar nicht nachmachen. Liebe Bundesbürger. Nee, ich kann die nicht. Ich kann die einfach nicht. Aber muss man schon so ein bisschen phlegmatisch reden, auch so ein bisschen wie der Kohl damals. In der Pre-Schröder-Ära. Liebe Bundesbürger, da muss man immer irgendwie so einen Fetthals machen. So nach hinten, sieht man das? Nee, sieht man nicht gerade. Muss man so ein bisschen so einen Fetthals machen. Und ich muss hier übrigens auch immer, viele denken ja, ich bin hier immer so, mit dem Headset könnte man die Facecam viel geiler machen übrigens. Weil ich kann ja nicht so groß Bewegungen machen, weil das Problem ist, ich muss ja immer hinter dem Mikrofon hängen, hinter dem Membraner, damit meine Stimme da auch reingeht, weißt du? Das ist immer ein bisschen doof. Mit dem Headset wäre das natürlich, könnte man viel mehr Faxen machen. Aber wie gesagt, Facecam nimmt halt einfach den Fokus ein bisschen vom Spiel auch weg. Vor allem bei diesem grandiosen Spiel ist es ja nun mal so, dass man da einfach auch hingucken muss beim Spiel, weil sonst entgeht einem ja die meiste Action einfach. Das sind so viele Szenen schon, die du jetzt auch gerade schon verpasst hast in diesem Let's Irgendwas. Das ist einfach unverzeihlich, weil da waren zwischendurch so viele Gimmicks und Gags im Spielflow drin. Es ist unbelievable einfach, es ist unbelievable. Ich muss echt mal meinen Friends davon tellen, wie exciting dieses Game ist. Fällt mir dieser St. Pauli-Fan ein, der angebliche, der mal ein Schauspieler ist. Fand ich sehr geil.
Und der Typ spielt auch gerade in irgendeiner Werbung mit. In welcher war das? Den habe ich den gleichen Tag, wo ich es gepostet habe auf Fatzebuch, habe ich noch in irgendeiner Werbung bei Schweppes, habe ich in der Werbung gesehen, den gleichen Schauspieler. Und da war dann klar, ah, okay. Boah, Alter, die Häuser kommen nicht mehr ins Sichtfeld, glaube ich. Ich glaube, wir werden hier die ganze Zeit nur noch... Warte, ich kann das nicht mehr spielen. Nein, aus Versehen gedrückt. Diese Verschwendung von Zeit. So, da fängt es wieder an zu regnen. Was sagt das unnütze Wissen? Kaiserin Sissi hatte einen Anker auf der Schulter tätowiert. Ist schon spannend einfach. Auch der Information Overflow, den man hier kriegt. Hut ab. Muss mir mal dran gewöhnen, dass ich jetzt mal Faxen machen kann wie Hut ab und so. Ist das öde. Huch, jetzt bin ich vor Ödigkeit schon mal ein bisschen zu weit gelaufen. Ich lehne mich mal daneben. So macht das übrigens immer in Zwischensequenzen. Sieht man das hier? Naja, die Spannung steigt nicht. In Zwischensequenzen lehne ich mich dann immer so neben das Mikrofon. So wie eben gerade und gucke mir das dann an. Damit ich A, nicht ins Mikrofon schnaufe. Und B, natürlich dann mich auch auf die Story konzentrieren kann, ohne hier zu sitzen, wie mit so einem Stock im Arsch, ohne Bewegungsradius. So, das war peinlich. So, wir sind ja erst bei knapp 37 Minuten. Ich bin sicher, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Die Gebäude oben kommen wahrscheinlich nicht mehr ins Sichtfeld. Ich dachte, wir machen das mal, bis wir wieder unten angekommen sind, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Da kommt die nächste Taube und ich glaube, wir werden das gleich mal beenden, diese Marta. Das auf jeden Fall, meine Freunde, war der Window Cleaner. Wie gesagt, ein Freeware-Non-Game. Also ein Nicht-Spiel. Und wenn ihr dazu ein Let's Play machen wollt, ich bin sehr gespannt, auf wie viele Teile ihr es bringt. Macht doch einen Wettbewerb draus. Am besten 800 Teile, wie bei Minecraft. Bin gespannt, wer es schafft. Natürlich 15 Minuten, ne, mindestens. Pro Folge. Und bei jeder 100. Folge natürlich ein einstündiges Special, ist klar. Weil anders kann man dieses grandiose Stück Softwareunterhaltung ja gar nicht zelebrieren. So, ich glaube, wir kriegen da oben nichts mehr ins Sichtfeld, keine Häuser mehr. Wir werden jetzt quasi endlos in den Himmel gehen oder was auch immer. Ich glaube, wir haben sämtliche Highlights des Spiels abgefrühstückt. Ich frage mich, es kann natürlich sein, dass jetzt noch was kommt. Wenn man jetzt noch eine Stunde weiterspielt oder eine halbe Stunde, dass da noch irgendwas passiert. Kann natürlich auch sein, dass es da eine kleine Überraschung gibt für Leute, die zum Beispiel bis ins 100. Level oder sowas hochgehen. Kann aber auch sein, dass da einfach gar nichts kommt. Ich möchte es aber, glaube ich, nicht mehr rausfinden heute. Ich habe mir schon den Mund ein bisschen fusselig gequatscht. Ich mache jetzt mal den Real-Life-Modus. Weil ich frage mich, wenn man so Fensterputzer ist und du putzt dann quasi 24-7 wie er hier gerade, dann frage ich mich, was denkt man sich da eigentlich die ganze Zeit? Womit beschäftigt man sich die ganze Zeit? Das ist ja so bei so einer repetitiven Arbeit, da muss sich das Gehirn ja mit irgendwas anderem beschäftigen. Ich glaube, der Typ hat inzwischen schon den Welthunger gelöst und wahrscheinlich auch Pi bis auf die 3000. Stelle ausgerechnet. Außerdem müsste ich mal langsam wieder Beute schlagen, indem ich mich hier vom Gerüst hechte und mir unten einen Arbeitslosen schnappe und wieder hier rauftrage. In meinen Horst sozusagen. Tja, wie gesagt, das war der Window Cleaner. Wer den gerne selber erleben möchte, wer diesem Adrenalinrausch hingeben möchte, diesem Wahnsinnsspektakel aus Gefühlen und Leidenschaft. Wer auch immer das machen möchte, der ist natürlich herzlich eingeladen, in die Videoinfos zu schauen. Dort werde ich natürlich den Download-Link auch dementsprechend aufführen. Und ihr seid gerne herzlich eingeladen, das A zu Hause zu testen oder auch B, wie gesagt, ein Let's Play davon zu machen, weil ich kann mir vorstellen, da kommt bestimmt was nach 100 Stockwerken. Ne, also wer die Herausforderung annimmt, Hut ab.
So. Ich glaube, ich bin dem einfach nicht gewachsen. Ich wünsche aber denjenigen viel Erfolg, die es probieren wollen. In diesem Sinne, ich wünsche euch gutes Gelingen. Das war ein kleines, Let's Face eigentlich. Es war eigentlich ein Let's Face, weil es war kein Let's Play, es war kein Let's Test. Es war einfach ein Let's Face. Nennen wir es Let's Face. Let's Face it, yo. Wow, mies. So, in diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Let's Play, im nächsten Let's Test, whatever. Vielleicht auch im nächsten Let's Face, ich weiß nicht. Wie gesagt, Facecam werde ich wahrscheinlich ein bisschen rumprobieren, aber vielleicht nicht unbedingt die klassische Facecam. Bei Minecraft weiß ich nicht, ob da eine Facecam nötig ist, ganz ehrlich. Was haltet ihr denn davon? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Oder mache ich eine Umfrage? Ich weiß noch nicht genau, vielleicht ja beides. Schreibt es in die Kommentare, damit ich eine Umfrage machen kann. Nee. Boah, diese ätzende Taube. Die könnte man doch essen eigentlich. So, auf jeden Fall, wie gesagt, Facecam. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich würde dann eher schon wirklich sowas wie eine 4-Cam machen, dass wir dann wirklich bei Horror-Games dann bei entsprechenden Stellen... Zum Beispiel, wenn man gejagt wird und sowas, dass man dann zum Beispiel eine Cam einblendet. Aber nicht, wenn man einfach nur die ganze Zeit durch den Wald schleicht. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich bin echt unsicher. Ich bin kein Fan davon. Aber es wurde so oft angefragt, dass wir uns schließlich haben breitschlagen lassen. Der Sarazar hat ja genau das gleiche Problem, in Anführungszeichen natürlich. First World Problems. Der hat es schon probiert bei Far Cry. Wo ich auch nicht weiß, ob das da unbedingt Sinn macht bei so einem Shooter. Weiß ich nicht. Bei Horrorspielen schon. Bei Minecraft... Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. Bei Window Cleaner auf jeden Fall, ne? Bei Window Cleaner ist es auf jeden Fall, da kann man der Dramaturgie noch ein bisschen was hinzufügen, indem man zum Beispiel auch nur die Augen sieht. Wie gesagt, das ist der Bane-Modus. Mit Headset habe ich es ausprobiert. Bei Headset ist leider nur immer die Qualität vom Mikro immer zu scheiße. Und wenn ich das Mikro so mache wie bei Sarazar zum Beispiel, der hat ein kleineres Stativ. Ich habe ja hier so ein In-Your-Face-Stativ. Wenn ich das kleinere Stativ nehme, habe ich das Problem, dass man hier einen sehr starken Raumhall hört, weil der Ton wird dann quasi unten abgenommen. Ja, da unten abgenommen. Der Ton von meiner Fresse hier wird dann da unten abgenommen. Und deswegen habe ich den Raumhall hier vom Büro mit drin, sozusagen. Vom Gaming-Office. Was ein bisschen blöd ist, weil ich habe ja hier keine Sprecherkabine oder so. Und ich wollte mir das Ding auch nicht mit Eierpappen auskleiden oder mit Schaumstoffmatten oder whatever. Muss mal gucken, beim nächsten Umzug werde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich da wirklich eine Aufnahmekabine mit einplane. Ich glaube, das mache ich mal wirklich. Aber so jetzt momentan, das war einfach noch zu utopisch. Und außerdem hier eine Wohnung zu finden, das hat eh schon... Ich glaube, ein Dreivierteljahr habe ich rumgeguckt oder vielleicht sogar ein Jahr habe ich rumgeguckt und nichts gefunden. Und dann musstest du halt, dann hatte ich so eine... günstige Gelegenheit, da musste ich ja sagen. Konnte ich nicht nein sagen. Deswegen, naja. So, auf jeden Fall, ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Let's Play, im nächsten Let's Test oder was auch immer da ansteht. Bis dahin, haltet die Ohren steif, haltet die Fenster sauber und ein täglich, ein dreifaches Wisch-Wisch-Hurra von eurem Meisterputzer. Meisterpropper! Nee, von eurem Fensterputzer und ein Eurojobber. Tja, vom Gronkh. Ne, also in diesem Sinne, danke fürs, fürs Einschlafen, fürs Zuschauen. Ich glaube nicht, dass da jemand wirklich zugeschaut hat, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, sorry. Bei aller Liebe würde ich selber nicht machen. So ein Scheiß. Nee, auf jeden Fall, bis später, tschüss. So, hier, Knopf da, so.